Hallo zum 14. Tag meines Meditations-Adventskalenders. Nachdem wir in den ungefähr letzten beiden Wochen zunächst uns mit der Sitzhaltung und sozusagen der Ausstattung uns auseinandergesetzt haben und in der zweiten Woche wir auf unseren Körper geschaut haben, geht es jetzt, glaube ich, darum, weswegen die meisten Personen anfangen zu meditieren, nämlich irgendwie zu verhindern, dass einem das, was einem ständig durch den Kopf geht, uns zu sehr belastet. Und dazu muss man sich tatsächlich erstmal klar machen, dass man die Gedanken sozusagen als so eine Art sechsten Sinn betrachten. Denn bei allem, was wir fühlen, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken, was wir riechen, all das sind Dinge, auf die wir reagieren. Wir erinnern uns, wenn wir etwas riechen, an etwas Angenehmes, an etwas Unangenehmes. Oder wenn wir etwas sehen, dann finden wir das schön oder wir finden das hässlich. Und genau das Gleiche machen wir aber auch mit den Gedanken. Wir haben Gedanken, wir erleben etwas, uns schießt was durch den Kopf und sofort verfallen wir in ein solches Beurteilen. Wir finden das gut oder wir finden das schlecht und dann reagieren wir darauf. Finden wir etwas schlecht oder unangenehm, dann kann es sein, dass wir darauf mit Stress reagieren und schon haben wir das, was wir nicht haben wollen. Dieses Verständnis ist einfach wichtig, aber es ist tatsächlich auch nur ein weiterer Sinn. Und diesen Sinn, wenn er uns tatsächlich zu viel ist, den kann man auch ein bisschen blockieren, so wie wir uns die Ohren zuhalten können oder die Nase zuhalten können, kann man tatsächlich auch die Gedanken ein wenig zumachen. Und dazu dient beispielsweise so ein simples Objekt wie eine Kerze vor einer weißen Wand, denn wo nichts zu sehen ist, kommt natürlich oder nur ein bisschen zu sehen ist, kann man natürlich auch entsprechend sich ablenken und das hilft. Das heißt, immer wenn Sie mit geschlossenen Augen meditieren und Sie merken, Ihre Gedanken werden zu viel, machen Sie die Augen auf, schauen Sie auf die Kerze, die vor Ihnen steht, so wie Sie sonst vielleicht an einem Lagerfeuer sitzen wollen und darauf schauen. Was, glaube ich, auch einer der Gründe ist, wieso man so gerne am Lagerfeuer oder vor einem Kaminfeuer sitzt. Und in dem Fall werden wir das jetzt gleich praktizieren. Das heißt, ich würde Sie bitten, sich die nächsten 10 Minuten auf Ihren Meditationsplatz zu setzen und entsprechend beispielsweise die Kerze einfach nur anzuschauen und die Gedanken einfach mal zur Ruhe kommen zu lassen. Sollten Sie vielleicht das Ganze in einem Büro machen oder haben nicht die Möglichkeit, dann versuchen Sie eine möglichst ruhige Umgebung zu haben, vielleicht rauszugehen und entsprechend einen Baum anzuschauen oder einen See oder wo immer Sie da sind. Jetzt die nächsten 10 Minuten. Wenn Sie erst woanders hingehen müssen, klar, halten Sie das Video einfach an, gehen Sie an den Ort der Meditation und dann lassen wir uns einfach zusammen meditieren.